Es gibt wohl wenige Menschen, die sich mehr anbieten, um aus ihrem Erfahrungsschatz zu schöpfen und von ihnen zu lernen. Nicht nur, dass Viktor Emil Frankl ein herausragender Neurologe und Psychiater war, er war auch Jude in der Zeit des Nationalsozialismus und überlebte die Shoah, während der er in 4 Konzentrationslagern gefangen gehalten wurde, darunter auch Auschwitz. Nach seiner Befreiung erfährt er innerhalb weniger Tage vom Tod seiner Frau, seiner Mutter und seines Bruders. Den Vater hatte er bereits im Konzentrationslager Theresienstadt verloren. Und trotzdem, trotz all des Leids, das er in den Zwangsarbeits- und Vernichtungslagern sieht und erlebt, schaffte er es, Ja zum Leben zu sagen. In seinem 1946 geschriebenen Erlebnisbericht schildert der Psychiater seine Zeit in den Konzentrationslagern und nimmt gleichzeitig eine psychologische Analyse der Häftlingszeit vor. Das heißt, er schaut, welche psychologischen Zustände die Häftlinge und damit auch er in den Phasen von Aufnahme ins Lager, Inhaftierung und Befreiung durchlaufen. Sein Buch erlangte weltweite Berühmtheit und was wir, neben der Konfrontation mit dem Schrecken unserer Vergangenheit, an Weisheit darin finden, will ich im heutigen Video mit dir teilen. Ich will mich auf ein paar Punkte beschränken, die ich besonders bedeutsam finde. Den ersten Punkt nenne ich: Ziele halten Menschen am Leben. Im Fall von Viktor Frankl ist das keine übertragene Bedeutung. Er konnte als genauer Beobachter seiner Mithäftlinge erfahren, was es heißt, wenn sie sich mangels eines Ziels selbst aufgaben. Denn nur mit Hilfe eines Ziels konnten sie die notwendige Lebensbejahung aufbringen, ohne die sie schnell ins Gas gingen, wie es in den Worten der KZler heißt. Lebensbejahung war deshalb notwendig, weil die Menschen sich ohne sie aufgaben. Sie wurden unempfänglich für Bitten, Drohungen und sogar Gewalt. Weil sie den Sinn ihres Lebens nicht mehr erkannten, gingen sie an ihren Umständen zugrunde und das machte sie zu Kandidaten für die Transporte in die Gaskammern. Frankl sah hautnah, wie wichtig das Ziel bzw. der Lebenssinn für den Menschen ist, sodass er später eine Psychotherapie entwickelte, die auf der Sinnfindung des Menschen basiert, die sogenannte Logotherapie. Das Ziel erschließt dem Menschen gewissermaßen die Zukunft. Wer als Lagerinsasse noch daran glaubte, dass jemand zu Hause auf ihn warte oder dass er nach seiner Lagerzeit noch ein bestimmtes Werk zu verrichten hätte, wer also sein Lebensziel bewahren konnte, der besaß auch die Kraft dazu, sich und seine begrenzte Freiheit zu bewahren. Frankl zitiert in diesem Zusammenhang Nietzsche, der sagt: Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wem dieses Ziel aber abhanden gekommen ist, wird nur noch in der Vergangenheit und der Erinnerung leben. Diese Abwendung von Gegenwart und Zukunft soll beides entwerten und dadurch die Ungewissheit und den Schrecken des Lagers irgendwie ertragbar machen. Frankl sagt, dass in dieser Entwertung jedoch das Risiko liegt, sich aufzugeben und die Handlungsmöglichkeiten zu übersehen, die einem selbst als Gefangener eines KZs noch bleiben. Und sei es nur die innere Freiheit, seinen Lebenswillen nicht vom Leid brechen zu lassen und seine Menschlichkeit zu bewahren. So betrachtet kann auch das Leiden eine Leistung sein. Nämlich dann, wenn auch im Leiden Sinn gefunden wird, den man, ohne die schreckliche Wirklichkeit zu verkennen, mit einem gewissen Stolz verfolgt. In den Worten Frankls: Wir müssen lernen und die verzweifelnden Menschen lehren, dass es eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten haben. Vielmehr lediglich darauf, was das Leben von uns erwartet. Ich finde diesen Gedanken sehr kraftvoll. Er zeigt, dass den Menschen selbst unter den schlimmsten Umständen immer noch eine Wahlmöglichkeit verbleibt. Ich will nicht den Fehler begehen und die Extremsituation auf unser relativ gefahrloses Alltagsleben 1:1 zu übertragen. Bei Frankl ging es tatsächlich um Leben und Tod, bei uns vielleicht eher um das Begriffspaar gelungenes Leben und verschwendetes Leben. Wer in unserer Situation kein höheres Ziel besitzt, wird daran nicht sofort zugrunde gehen. Aber wird er die Chance seines Lebens wirklich nutzen? Ich vermute nein
Und deshalb will ich mir die Worte Frankls zu Herzen nehmen und mich bemühen, in meinem Handeln eine Antwort auf die Frage des Lebens nach dem Sinn zu geben. Die zweite Erkenntnis Frankls nenne ich: Der Mensch lebt nicht von Suppe allein. Sie beginnt mit der Beobachtung, dass sich die Menschen durch den Lageralltag in sich zurückziehen. Man könnte sagen, der ganze Entzug, sei es die Nahrung oder die Kargheit der Umgebung, führt zu einer Hinwendung ins Innenleben. Vor allem Erinnerungen, auch ganz alltägliche, werden von den Häftlingen intensiv wiedererlebt. Und diese geschärfte Aufmerksamkeit für Reize führt zu größerer Empfänglichkeit für Natur und Kunst. Beides kann nach Frankl sogar das Lager vergessen machen. Es stellt sich die Frage, gab es denn sowas in einem KZ? Ja, wenn man nur aufmerksam genug war. Frankl berichtet von Bergpanoramen, die er während eines Gefangenentransports sah, oder von Sonnenuntergängen, die er besonders intensiv erlebte. Nicht trotz, sondern weil das Lagerleben so karg war, konnte er die Schönheit in besonderem Maße wertschätzen und darin Ablenkung finden. Um an den vorigen Punkt anzuknüpfen, auch durch die Schönheit des Lebens lässt sich in einer solchen Situation Sinn gewinnen. Gleiches gilt für die Kunst. Obwohl die Arbeiter riskierten, die Suppenausteilung zu versäumen, besuchten sie improvisierte Kabarettveranstaltungen. Es wurde gesungen, Gedichte aufgesagt und Satiren zum Lagerleben durch Häftlinge vorgetragen. Laut Frankl kann auch der groteske Lagerhumor zur Waffe der Selbsterhaltung werden. Denn wie Kunst und Natur ist er in der Lage, der Seele einen Ausweg aus ihrem Leid zu weisen. Weniger durch Anmut der Schönheit, dafür durch die Erleichterung des Witzes. Dass selbst in industriellen Todeslagern beides überlebt, überraschte mich zunächst. Aber bei genauerer Betrachtung auch wieder nicht. Wir Menschen haben eben ein Verlangen nach geistiger Schönheit als auch nach Flucht aus dem Alltag. Vor allem, wenn dieser aus einem Konzentrationslager besteht. Ich finde in seinem Bericht eine Bestätigung meiner schon zuvor gefassten Meinung. Dass es falsch wäre, von Kunst und Kultur nur als optionalem Zeitvertreib zu denken, den wir uns dank unserer günstigen Lebenslage gönnen können. Tatsächlich ist beides unverzichtbar, eben weil der Mensch kein Wesen ist, das allein durch seine körperlichen Bedürfnisse befriedigt wird. Dass die geistigen Inhalte selbst unter solchen Extrembedingungen nichts von ihrer Kraft verlieren, zeigt nur, wie mächtig das menschliche Vorstellungsvermögen und Schönheitsempfinden ist. Liebe als letzter Schluss des Lebens. Damit ist die Einsicht gemeint, die Frankl in Stunden kräftezehrender Arbeit überkam. Er verstand, das heißt, er verinnerlichte umfassend, dass, Zitat, Liebe das Höchste ist, zu dem sich menschliches Dasein aufzuschwingen vermag. In den Stunden schwerer Arbeit und Not erfüllte ihn der Gedanke an seine Frau. Er betrachtet in seinem Innern ihr Bild und spricht zu diesem. Und indem er das tat, konnte sein Geist für eine Zeit dem Lageralltag entfliehen und etwas finden, das er als Erlösung bezeichnet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In einer Situation, in der jeder damit rechnen musste, über kurz oder lang in einer Gaskammer aufgrund der harten Arbeit, Unterversorgung oder wegen Krankheit umzukommen, findet Frankl Erlösung. Und zwar durch die liebende Betrachtung seiner Frau. Er zieht Parallelen zur Religion und das zeigt uns, wie erfüllend die Liebe für ihn in diesem Moment gewesen sein mag. Und das, obwohl er sich bewusst war, dass seine Frau bereits umgekommen sein könnte. Daraus schließt er, dass Liebe wenig mit der körperlichen Existenz eines Menschen zu tun hat, sondern der geistigen Gestalt, also der Wesensart eines Menschen gilt. Dieser Wesensart kann selbst der Tod nichts anhaben und deshalb konnte Frankl das finden, was er Erlösung durch und in der Liebe nennt. Aus diesem Abschnitt spricht ein starkes Bewusstsein wahrer Liebe und mit ihm im Hinterkopf mutet es kein bisschen übertrieben an, wenn er wenig später in seinem mündlichen Testament sagt, die kurze Zeit mit ihr verheiratet gewesen zu sein,
Dieses Glück hat alles aufgewogen, auch was wir jetzt hier erleben mussten. Was soll ich dem noch hinzufügen, was Frankl nicht schon schöner gesagt hat? Ich kann nur hoffen, selbst zu dieser Erkenntnis zu gelangen und Liebe eines Tages in der gleichen Tiefe zu verstehen. Damit komme ich zum Ende dieses Videos. Ich möchte abschließend sagen, dass trotzdem Ja zum Leben sagen damit noch lange nicht ausgeschöpft ist. Es ist voll an interessanten psychologischen Beobachtungen und schon allein als Zeitzeugenbericht lesenswert. Wer sich für Psychologie oder die deutsche Geschichte interessiert, wird hier garantiert fündig. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat und du ihm eine positive Bewertung geben könntest. Fällt dir selbst eine Lebensweisheit ein, die dir einen ganz neuen Blick auf die Welt gegeben hat? Lass sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du mich auf meiner Suche nach mehr Bewusstsein begleiten willst, abonniere gerne meinen Kanal. Bis dann, deine Chrissy.